Pfui. Platz. Halt. Platz. Pfui. Als ich hier rangegangen bin an diese Schauspielschule, hatte ich noch nie in meinem Leben ein Theaterstück gesehen. Ich habe Namen wie Schiller, Goethe, Kleist gehört, aber... Ich hatte schon immer den Wunsch, als kleines Mädchen zu singen und zu tanzen, auf der Bühne zu stehen. Wenn du das erste Mal auf so eine Bühne kommst, ist schon echt... macht Lust auf mehr. Und dachte ich mir, okay, damit Geld verdienen, das richtig kennenlernen von A bis Z und... hat mich interessiert. Ich habe mir einfach angeguckt, was die Schauspielschulen anbieten, was überhaupt gefordert wird, was unterrichtet wird, und danach habe ich mich dann gerichtet, welche Schule ich dann im Prinzip anspreche, und ja. Aber das hat mich schon immer beeindruckt. Wie geht das, dieses Authentische, dieses Überzeugende? Was können die, was ich nicht kann? Ich dachte, es geht so, du kommst und machst und... Also ich bin Amir Mokberi, werde im September 30 Jahre alt. Ich bin Jennifer Botur, bin 29 Jahre alt. Auf die Ende, sondern auch auf das I. Fischers. Fischers Fritz. Fisch, frische Fische. Frische Fische, Fisch, frischer, nee, warte mal, wie heißt denn der? Fischers Fritz. Fischers Fritz. Tja, Sprache. Darum wird ja immer sehr viel genörgelt. An meiner Person. Ich rede halt sehr schnell privat und verschluck auch sehr gerne, wohl ein paar Silben und Endungen. Ich hamburgere auch. Das ist jetzt besser geworden. Stierkämpfer. Stierkämpfer. Nicht Stierkämpfer. Stierkämpfer. Wie Fischer. Fischer. Ja. Nicht Fischer. Fischer. Stierkämpfer. Wobei privat plapper ich immer noch ganz locker, freudig. Versuche es ab und zu mal zu bremsen und dann geht's auch. Und niemand gibt ihm weise Lehren, die gut gemeint und bös zu hören. Der Welt entronnen... Nochmal zurück. Nochmal, das war ganz gut jetzt der Anfang. Nochmal, mach nochmal. Wer einsam ist und denkt dran, also dass wir denken, wer einsam ist, kommt jetzt. Das ist ein Arsch. Ja, umso ironischer du das rüberbringst, aber selber eine gewisse Ernsthaftigkeit dabei hast, umso interessanter ist das für die Menschen, die sich das anschauen. Ihn stört in seiner Lust. Und dazu gehört auch viel Arbeit und sich natürlich auch darauf einzulassen. Ich bin die Einzige, die vor mir zittert. Ich weiß, dass niemand mich von mir erlöst. Nicht zu gefühlvoll? Überhaupt nicht. Okay. Auch ich fand diese eine Verschleifung fand ich wunderschön. Wir haben uns tatsächlich eine halbe Woche davor entschieden, welches Gedicht ich mache. Okay.
Ich hatte Theodor Sturm mit Die Stunde schlug und Ulla Hahn mit Bekanntschaft zur Auswahl. Und ich habe beide dann vorgetragen, meiner Dozentin, und sie hat gesagt, Jenny, ich weiß es nicht. Sie sind so beide verdammt gut. Jetzt habe ich nicht die großartigste Stimme und ich war halt immer mehr Fan von Sprechgesang und guter Rapmusik. Sag nochmal den Charakter, gar nichts aus. Aber irgendwie habe ich es trotzdem geschafft, weil ich gute Dozenten hatte und sie zu mir meinten, ja, dann spiel es, dann versuch es zu spielen. Was möchtest du damit ausdrücken? Was möchtest du damit sagen? Und dann spielt auf einmal die Stimme gar keine Rolle, weil dann bist du einfach in dieser Höhe oder dann bist du einfach in dieser Tiefe. Dann weißt du, wo die ganzen Sachen sitzen, die dich halt dazu bringen. Ich merke selber, dass ich halt sehr lange Fußball gespielt habe und dass ich bestimmte Übungen gar nicht machen kann und gar nicht runterkomme. Stretchen und das hat mich auch schon ein bisschen so gehemmt und klein gemacht, so das Tanzen. Aber auch da wusste ich so, komm, zieh es durch und egal wie es aussieht und ja, du musst es jetzt niemandem beweisen, du musst es dir höchstens selber beweisen und ich wollte es ja auch und dann habe ich es auch gemacht. Tanzen war aber auch so ein Fach. Deswegen lieber Capoeira. Das fand ich cooler. Ich persönlich liebe es zu tanzen. Gerade auch so Choreografien und es ist einfach meine Welt. Und das, es waren auch nie total blöde Choreos, es waren geile Choreos. Die haben Spaß gemacht und die hat man gern getanzt. Also deswegen hat auch keinen Einwand gehabt und ja, war geil. Wir fanden zwar eine ein bisschen nicht so optimal, weil wir die relativ spät zu Ende gebracht haben und wir uns da ein bisschen unsicher waren. Die Romeo und Julia Choreografie. Hat man vielleicht auch gesehen, ich weiß es nicht. Ein Grau. Alle Füße sind so. Sobald der Fuß den Boden verlässt, ist er. Es ist grundsätzlich, wenn die Schüler hier rausgehen, ist es grundsätzlich immer gut, Ahnung zu haben, wie funktioniert Gesang, wie funktioniert Tanz. Je breiter man aufgestellt ist, desto bessere Chancen hat man nachher im Beruf. Hier sind wir. 1, 2 und 3, 4. Okay? Für jeden
Einzelnen geht es im Prinzip von Tanzen ist das Blödeste, was ich je kennengelernt habe, bis zu, oh, wäre ich mal bloß Tänzer geworden. Oder hätten meine Eltern mich mal mit 4 zum Ballett geschickt oder so. Fechten, tja. Nicht mein bestes Fach. Ist ja mehr so halt Bühnenfechten. Es ist ja nicht das, was wir auf Eurosport kennen. In der Zwischenprüfung habe ich ja mal so richtig abgelost. Zweimal durchgefallen leider. Es hat sehr viel mit Stunt zu tun, mit Show, mit einer kleinen Geschichte, wo natürlich auch Schauspiel darunter nicht leiden darf. Es muss gut geschauspielert sein, auf jeden Fall. Jede einzelne Art des wo hole ich aus, warum jetzt von links nach rechts, warum die Flanke, es war schon interessant zu sehen. Also wir hauen immer nie, also es sieht immer aus, als hätten wir Schwung, aber wir bremsen immer vorher ab. Das heißt also, wenn derjenige vergisst, mal zu parieren oder so, dann hält der Degen trotzdem mal eigentlich über den Kopf. Also, und dann im Gesamtbild ergibt das dann nochmal was ganz Neues, wenn es sauber ist, was Schönes. Boxen. Ja, also ich muss jetzt sagen, ich habe vorher schon Sport gemacht, und zwar Kickboxen. Mit Boxen habe ich mich nicht wirklich schwer getan, wobei ich natürlich die Beinarbeit vermisst habe, aber es ist im Boxen einfach nicht so. Im Kickboxen, ja, ist natürlich eine ganz andere Sportart, aber ich bin halt nicht handarmstark und habe halt nicht so den Schlag drauf. Boxen dient natürlich der Technik, der Konzentration. Wie wachsam bist du? Und dein Durchsetzungsvermögen zählt natürlich auch beim Boxen, ganz wichtig. Ja, wir haben die 6 Übungen. Und ja, jede Übung ist eigentlich fast gleich so, weil die Übungen, also die wiederholen sich meistens auch. Zum Beispiel die erste Übung, links, links, runter, rechte Gerade, du kommst hoch, links raus, linker Haken, rechte Gerade, erste Übung. Die erste Übung. Und oben. Und sechste. Die sechste Übung. Schillertexte oder Kleisttexte, die lernst du wirklich schnell und das machst du auch. Aber diese 6 Übungen, die können dich so schnell außer Kontrolle, wo du denkst, warte mal, wie ging nochmal bei der dritten? Das war doch erstmal links raus, rechts gerade. Und bei der zweiten war doch erstmal ein Uppercut. Aber so ein Text, was vor 300 Jahren geschrieben wurde, das lernst du. Und dann war jetzt ein Fleck abgeklärt, dann noch mal.
Ja, also wir gehören ja zu denen, die auch viel arbeiten müssen. Wir beide, wir bekommen ja weder Kindergeld noch großartige Unterstützung von unseren Eltern. Und das Schüler-BAföG ist ja so mit allem abgedeckt. Man bekommt nicht nochmal extra Wohngeld, Zuschuss. Und deswegen haben wir eine 7-Tage-Woche meistens, wenn nicht sogar ein bisschen öfter zwischendurch, wenn es geht. Also für uns ein bisschen stressig. Wir sind aber auch froh, wenn ein bisschen die Zeit dann um ist, oder? Ja, also ich weiß noch, wie es bei mir losging im ersten Semester, zweiten, dritten. Da habe ich richtig viel gearbeitet, so halt 5-Tage-Woche gearbeitet und die Schule mit dem Stundenplan irgendwie so arrangiert alles. Und jetzt im sechsten Semester arbeite ich nicht mehr so viel, aber ich finde für die Verhältnisse, dass ich hier so eine 40-Stunden-Woche habe, ist das nichtsdestotrotz immer noch viel. Aber wie das schon gerade Jenny auch gesagt hat, mit dem BAföG-Geld, dann kannst du höchstens die Schule bezahlen und das, was übrig bleibt, da musst du ja noch Miete zahlen. Und zeig mal in Hamburg eine Wohnung, die ungefähr 100 Euro kostet. Vater, die Götter pflanzen die Vernunft den Menschen ein als höchstes aller Güter. Ich könnte nicht behaupten, was du sagtest, das sei nicht richtig. Möchte es auch nicht können. Nun kommt wohl auch ein anderer auf das Rechte? Mir fällt es zu, für dich zu wachen, was man so sagt und tut und auszusetzen hat. Und viel Zuspruch oder Wege zeigen oftmals. Also Wege zeigen und dann auch ein bisschen durchführen, durchziehen, durchdrücken. So und... das ist für sie fremder, glaube ich, so. Und das ist meine Arbeit mit denen. Um dann auch eben handwerklich sowieso dann zu gucken, sprachlich, was sie dann haben. Aber da gucke ich halt natürlich auch drauf, wie gehen die sprachlich, wie sind die körperlich. Geht so ein Impuls durch den Körper durch, geht er bis in die Hände, bis in die Finger. Oder bleibt er irgendwo stecken? So, das hört man, das sieht man. So, das Publikum wäre irritiert, wenn es die Figur sieht. Und zu der Aussage, zu der textlichen Aussage, die körperliche Aussage überhaupt nicht zusammenkommt. Soll elendig sterben für die schönste Tat? Den eigenen Bruder, der im Kampfe fiel, hat sie nicht ohne Grab verkommen lassen. Ist sie denn nicht goldener Ehrengabe wert? Ja, das ist gut, das ausgelassen wird. Aber das ist eine Spanne, die halte ich. Ne? Ja. Auch wenn ich hinten gehe, ich halte die Spanne. Ne? Viele können ja damit nichts anfangen. Rolle, ja, was ist Rolle? Wenn du sagst, du machst eine Schauspielausbildung zu Leuten, die halt damit nichts anfangen können, sagen gleich, ja, sehen wir dich dann bei Mitten im Leben oder so. Was auch schon, finde ich, so weit ist es also gekommen, dass diese Menschen das schon für Schauspiel halten. Aber es ist ja nicht so. Mein Vater hat mich von Leons Tod unterrichtet. Telefonisch. Er brachte es fast nicht über sich. Du musst es sagen, Papa. Du musst es sagen. Und die Emotion entsteht aus der Verzweiflung, dass man mit diesen Bildern dem großen inneren Bild nicht gerecht wird. Ja. Ah, ich weiß. Ich glaube, ich weiß. Nein. Moment, ich versuche es in Worten auszudrücken. Nein, nicht nee, doch, ich muss ganz kurz, nur damit ich es auch verstanden habe. Ja. Also es ploppt eigentlich auf. Also... ich möchte ja sagen, was ich eigentlich vermisse, weiß aber auf Anhieb halt gar nicht. Und dann ploppt es auf. Ich habe recht spät und durch ständigen auch Dozentenwechsel gelernt, dass ich einfach gucken muss, was ich mir da nehmen kann von welchen Dozenten, was mich weiterbringt. Und kein Dozent hat für dich das optimale Paket. Sie geben dir das, wie sie denken, dass sie Rollen erarbeiten. Und du musst halt gucken, womit du arbeiten kannst. Und wenn du merkst, an einem Punkt, das geht dir nicht, gucke ich vielleicht beim anderen Dozenten, was ich da vielleicht noch mitnehmen kann oder wie ich das anders machen kann. So, ich habe ein Grundkonzept und mache so den Boden bereit. Ich bespreche Szenen, Situationen und so. Und dann dürfen die machen. Die dürfen alles auf der Bühne ausprobieren. Mein Beruf macht mir Spaß. Verstehen Sie? Die meisten Menschen haben Angst vor Menschen. Ich habe mal gelesen, dass die meisten im ganzen Leben nur 2 oder 3 Freunde plus ein paar Ehen haben. Ja, haha. Mein Beruf macht mir Spaß. Verstehen Sie? Die meisten Menschen haben Angst vor Menschen. Ich habe mal gelesen, dass die meisten im ganzen Leben nur 2 oder 3 Freunde plus ein paar Ehen haben.
wenn man merkt, ich komme nicht weiter, und dann hilft der Dozent auch mit bestimmten Übungen auch. Mal langsam, mal schneller, mal eine ganz andere Emotion reinlegen. Das ist ja unterschiedlich. Man muss probieren und gucken. Dann hast du Rollenunterricht, Einzelunterricht eine Rolle, und du kommst der ganzen Sache näher. Dein Charakter, dein Ich spielt es, du hast was zu erzählen. Inszenierung, die man hat. Klasse, das ist die schönste Zeit gewesen mit der Inszenierung, die Herstellung und die Proben, wie sich das alles aufbaut. Und am Ende siehst du, während du sogar noch vielleicht spielst, merkst du, krass, guck mal, was da alles entstanden ist. Und das ist ein schönes Gefühl, weil da hast du mal über 3 bis 6 Monate an einer Inszenierung gearbeitet und dann entsteht da was. Das ist toll. Und jetzt geht's gleich in die Prüfung um 19 Uhr. Die richten sich jetzt ein, weil wir einen kleinen Kostümwechsel haben zwischendrin. Und jetzt werden wir gleich vielleicht nochmal die ein oder andere Formation klären, uns konzentrieren. Und dann wird das 6. Semester geprüft. Ja doch, wir müssen kurz fragen. Einmal. Ob alle gesund sind, ob alle sich in der Lage. Ja, ich begrüße euch zu unserer vorgezogenen Tanzprüfung. Seid ihr alle da? Ja. Ja. Gut. Dann seid ihr alle gesund? Ja. Okay. Dann. Ich habe mich gut gefühlt, ehrlich zu sein, ja, doch, also die sicherste Choreo in den ganzen Proben als bis heute, aber meistens, wenn man sich sicher fühlt dann oder gut fühlt, ist irgendwas schiefgelaufen, muss aber nicht die Norm sein. Ich glaube, ja, ich habe mich gut gefühlt und ich hoffe, ich habe das gut verkauft. Ich habe sonst nicht gedacht. Vielen Dank. Alles Weitere liegt an der Kommission, ne? Schauen wir mal. In einer halben Stunde fechten wir. Abschlussprüfung fechten. Ich glaube, die letzten üben jetzt noch. Und um 6:30 soll offiziell die Prüfung losgehen. Ja. Und dann geht's nach der Reihenfolge los. Ja. Also, 2. Punkt der Abschlussprüfung, fechten. Seid ihr alle gesund? Ja. Ja.
Franzi! Scheiße, Jane, du hast schon zweimal das ganze Ding versemmelt, ey. Das muss jetzt verdammt geil werden. Währenddessen dachte ich, nein, da war irgendwas nicht richtig, aber halt irgendwie trotzdem gut verkaufen. Ich kenne ja nicht die Choreo. Aber es ist immer so, davor bist du nervös und dann denkst du, für 2,5 Minuten hat sich gelohnt. Im Endeffekt denkst du, ja, doch, hat sich gelohnt. Diese Nervosität gehört dazu. Oder wie siehst du das? Ich wäre froh, wenn es weniger Nervosität wäre. Ja gut, aber es hat ja super geklappt. Also ich war hyper nervös und mir ging es so schlecht und so schnell ist es. Eine Sekunde, gefühlt eine Sekunde ist man auf dieser Bühne. Nein, aber zum Glück haben wir gleich endlich ein Feedback bekommen. Haken, fechten Haken. Seitdem habe ich auch nie wieder meinen Degen angerührt. Ich kann bei einem Stück spiele ich auch gerne. Ich bin auch am Anfang vielleicht nervös, aber dann bin ich drin und ich mache. Aber bei Gesang ist was anderes. So dann, ich höre mich da selbst ja auch nicht. Das ist halt auch vielleicht eine Schwäche von mir. So. Auf jeden Fall, die es können, gut für sie. Aber ich habe das jetzt nicht so richtig gehört und das hat mich immer so ein bisschen gehemmt und eingeschüchtert. So. Machst du es jetzt richtig? Ja, Gesang war schon echt so. Angstfach. Thank you.
mein Tag. Ich hatte aber auch meinen Glücksbringer vergessen zu Hause. Wirklich. Und dann ist ich so, oh nein, ich sag bestimmt am Glücksbringer. Ich war von mir total schockiert. Ich war auch echt sauer auf mich selbst, dass ich vorhin das Lied, welches ich echt gut kann und auch wirklich sicher drin bin und auch noch drin spielen kann, das habe ich echt vergeilt. Weil sie dünn ist, hat sie meist was Elegantes, sowas geisterhaft, ironisch, Interessantes. Ihre Nerven sind so zart wie ganze Flammen, wenn Arterien wählt, dann tut sie schnell zusammen. Weg. Dann stand ich da. Es waren für mich 5 Minuten Stillstand. Ich stand da und wusste aber nicht weiter. Ich wusste, dass ich jetzt nicht Scheiße rufen sollte. Ich glaube, dann hätte ich gleich gehen können. Die Mitte ziemlich weggenommen und mir fiel auf einmal das Ende ein und ich habe relativ die Endzeilen dann gesungen. Aber ich habe es zu Ende gebracht. Hat sie in der Regel lange spitze Höllen und lackierte Nägel, womit sie die Manier von Liebe schwatzt, in der Leidenschaft die Backe blutig kratzt. Kommt der Mann dabei, die Luft zu zweifeln mocht, ganz egal, ich schrei die dünne Leben hoch. Als ich fertig war und ich habe das Danke gehört, ich habe es noch nicht mal geschafft, hinten von der Bühne abzugehen, ich bin einfach nur voll. Von der Bühne rausgesprungen, zur Tür raus und naja, hat dann mal wieder geheult. In Deutschland, wir sind die erste Schule gewesen, die Boxen überhaupt ins Programm genommen hat. Und wir sind gut damit gefahren. Wir haben hier sehr viele Leute, die es nachmachen möchten, Schulen und so. Und auch die zentrale Bühnenvermittler haben uns sehr gelobt über diese Sportart. Also es ist voll aufgegangen. Und wenn unsere Schüler die Schule verlassen, dann sind wir immer sehr stolz auf diese Schüler, weil es tolle, selbstbewusste Menschen geworden sind. Und sie haben bei dir eines gelernt. Sie sind fit geworden, sie haben Disziplin gelernt und sie haben etwas ganz Besonderes gelernt. Sie haben sportliche Fairness im Umgang miteinander gelernt und das nennt man auch Ensemblegeist. Normalerweise ist wirklich Totenstille da, es ist eigentlich dunkel, bis auf die Lichter fokussierend auf diesen Ring. Und man spürt die Blicke links, rechts, gerade und geht in diesen Ring und der Name wird aufgerufen. Dann kommt die Klingel oder das, also diesmal war es eine Klingel, letztes Jahr war es glaube ich diese Uhr, die Schaltuhr. Und da muss man erstmal Schattenboxen vorzeigen, eine Minute und dann kommt die Klingel oder das Geräusch nochmal, das Signal und dann kommt der Trainer und dann wird geboxt. Es wird erstmal das Reaktionsvermögen getestet, also sprich er hebt die Hand, man muss dann dementsprechend zuhauen. Ausweichen, mit den Füßen folgen, je nachdem. Und dann irgendwann sagt er Übung 1 oder 5, was auch immer. Gesagt 1 oder 1-2, der hat ja einfach nur hochgehalten und ich habe reagiert und musste anscheinend aufgrund der Reaktion, die ich da hatte, nicht mal eine Übung zeigen. Applaus.
das ist auch schön auch an der Schule, dass man auch in der Ritze trainieren darf, weil du bist da direkt halt am Platz und du riechst das und du fühlst das und ja, ist interessant, hat so einen Drillfaktor. Wenn man eine gewisse Anzahl an Fehlern hat oder was nicht gemacht hat, wie einer auch, der nicht mit dem Fuß mitgefolgt ist, die werden rausgeschickt und dürfen dann, nachdem eine Runde dann vorbei ist, nochmal in den Ring. Und die erste Übung. Die erste Übung. Die erste. Die erste Übung. Und die erste Übung nochmal. Die erste Übung noch wieder. Ich durfte noch mal rein, dann war ich leicht verwirrt, weil ich mir dachte, weil er die Übung links, jetzt rechts. Und ich finde, da habe ich zum Anfang habe ich schnell gehauen. Und das wollte er auch sehen. Und dann macht er noch mal links und noch mal rechts. Und er wollte die ganze Zeit das in meinen Augen sehen, diesen Feuer, dass ich halt dafür brenne. Nur ich habe ihn falsch verstanden, glaube ich. Ich war auch am Ende gewesen. Klar, wenn du einmal rausgehst und nochmal rein musst, dann und du siehst, dass alle kommen hintereinander raus und nicht stehen, dann ist das schon und krass. Und nochmal! Und noch! Einmal noch! Einmal noch! Komm, gib Gas! Power! Stopp! Nein! Und sechste Übung. Und sechste.
Wer noch ein paar Kleine? Deiner schon hier? No? Haben wir noch eine Chance? Ja. Stopp! Wer noch eine Kleine in der schon gesehen? Aber die tolle Klasse, dass sie auch so einen Zusammenhalt in der Klasse herrscht und dass sie halt so mich angefeuert haben. Und irgendwann war es mir nur halt selber unangenehm und ich wollte halt wirklich nur noch raus, weil ich wusste nicht mehr, was da von mir will. Ich glaube, die Schläge waren nicht sauber genug. Er konnte wohl die Haken von den Graten nicht unterscheiden. Ja. Ein bekannter Frankfurter Trainer hat mir in den 90ern gesagt, nach jeder Niederlage, irgendwann hatten sie schon 16 Niederlagen hintereinander, Level geht weiter. Level geht weiter. Shit happens. Ja, ich begrüße euch zum letzten großen Abschlussteil eurer Abschlussprüfung der Rollen heute und frage euch, seid ihr alle gesund? Ja, jawohl. Ja. Dann viel Spaß und wir freuen uns drauf. Gut. So eine Prüfung ist ja auch nicht nur wirklich dieser eine Tag, wo du die Prüfung hast. Es ist ja halt, wie war er in diesen 3 Jahren? Ein bisschen Druck. Mein Gedanke ist, dass an dem Tag, von diesen 5 Minuten, die ich gerade zeige, eventuell die nächsten Monate, vielleicht auch Jahre, bestimmt werden. Dem, was du machst, mehr als 100% drin sein, alles andere außen vorlassen, spielt nichts mehr eine Rolle. Ich bin jetzt hier und jetzt bin ich da und jetzt mache ich was. Vater, die Götter pflanzen die Vernunft dem Menschen ein als höchstes aller Güter. Hallo! Ich bin jetzt dran, ne? So. Hier ist mein Lebenslauf, auch ein paar Bilder dabei. Schauen Sie sich das ruhig an. Nicht schüchtern sein. So! Wo fangen wir an? Hm? Du siehst am winterlich geschwollenen Strom den Baum, der nachgibt. Seine Zweige retten. Was widersteht, reißt es mit den Wurzeln fort. Und wenn der Steuermann das Segeltau nur etwas schnappt. Am Anfang ist es immer dieses Herzklopfen, man ist nervös, aber wenn man dann, wenn man dabei ist, das ist echt wie eine krasse Droge, ne? So eine Droge müsste mal erfunden werden. Kentaxis, na 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 na, na na na, Kentaxis, na 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 na. Na, 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 Kentaxis, na, 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 na. Naja, ich war noch nicht mal 1 Stunde auf dem Spielfeld, als ich mich mächtig vom Flamingo und sein Blut eingezogen fühlte. Weil ich einfach auch mal meine witzige Seite zeigen möchte und nicht immer die traurige und tragische und leidende. Also, weil ich auch witzig sein kann. Also, und das wollte ich einfach, mir war das wichtig. Und weil die Rolle einen Bruch hat.
Und das ist, glaube ich, auch das, was sie sehen wollen, dass man auch Brüche hat und brechen kann. Und das hatte die Rolle. Heutzutage haben keinen Sinn mehr für das Geheimnisvolle. Sie sind so ziemlich das, was sie sind. Und deshalb lieben sie mich. Ne? Doch in der Regel fällt es anders aus. Dann ist von klugem Lernen auch ein Lob. Danke! Ja. Tschüss! Viel Spaß noch! Wollt ihr jetzt erst beraten oder machen wir gleich weiter? Vielleicht gleich. Ja, ich bin gespannt. Also, ich kann nur schlecht zu was sagen. Ich habe mein Bestes gegeben. So vorbeigehen und denkst so, ja, jetzt bist du Schauspieler. Ich möchte einfach nur für meinen Beruf, den ich leidenschaftlich ausübe, einfach auch bekannt sein. Dass man sagt, Jennifer Botor. Es hört sich doof an, aber das ist so, das ist mein Ziel. Das ist tatsächlich mein Ziel, dass ich einen Namen habe. Mir geht es nicht darum, dass die Welt meinen Namen kennt oder Deutschland. Mir geht es darum, dass man in der Branche meinen Namen kennt. Ich weiß nicht, Synchronsprecherin, ob es später tatsächlich Drehbuchautorin ist, ob es später Regisseurin ist. Ich habe keine Ahnung. Aber ich möchte, dass die Sache, die ich später machen werde, die mache ich verdammt gut. Und das weiß ich. Ich möchte einfach mit diesem Beruf Geld verdienen. Und ob das so ein großer Durchbruch ist oder ob das so ein Theater ist, weiß ich nicht, hier um die Ecke dann. Wenn es kommt, dann kommt es. Man muss ja an sich selbst arbeiten. Und man muss natürlich auch irgendwo Glück haben, klar. Man darf seine Träume nicht vergessen und man muss die Disziplin immer wieder aufrechthalten. Ja.